Der Start in die Regionalliga-Saison steht an und traditionell gehört dazu der Hahn-an-Leser-Treff mit den Hessenlöwen vom KSV im Düsseldorfer Hof. Gastgeber Kostas Wick zeigte auch direkt Flagge. KSV-Trainer Matthias Mink und Kapitän Tobias Becker sowie die Neuzugänge Tim Welker und Silvano Comvalius stellten sich den Fragen der HNA-Sportredaktion und der Leser. Wer fehlte, war diesmal der KSV aus Baunatal. Die spielen wieder Hessenliga, ganz vergessen haben wir die Nachbarn aber natürlich trotzdem nicht. Trainer Tobias Nebe war da und plauderte mit den HNA-Sportredakteuren Florian Hagemann und Thorsten Kohlhase, die durch das Programm führten. Das war der altbewährte Mix aus den wichtigsten Fragen zum Saisonstart, unterhaltsamen Zwischentönen und kleinen Quizrundeneinlagen. Herzlich lachen mussten die Spieler, als sie sich zum ersten Mal das Video ihrer Mannschaftsvorstellung anschauen konnten, das es auf hna.de zu sehen gibt. Auch die Leser kamen natürlich zu Wort und durften die KSV-Verantwortlichen aushorchen. Beim traditionellen Balljonglieren bewies KSV-Kapitän Tobias Becker dann wieder sein Können. Der Löwe war zum dritten Mal dabei und wie im Vorjahr hielt er den Ball mühelos 100 Mal in der Luft, bevor er gestoppt werden musste, denn wie ein Fußballspiel dauert der Lesertreff in der Regel 90 Minuten, auch wenn die Verpflegung im Düsseldorfer Hoch sicher auch noch für Nachspielzeit und Elfmeterschießen gereicht hätte. In die Nachspielzeit musste Becker dann aber trotzdem. Wir haben ihn nach der Fragestunde nochmal für einen Moment zur Seite genommen. Wie ist das in der Umkleidekabine, wenn man dann als Kapitän zu so einer Veranstaltung muss? Wird man da auch ein bisschen aufgezogen? Geben einem die Spieler dann vielleicht auch ein bisschen was auf den Weg, was man mit reinbringen soll in so ein Lesertreff? Ja, ich wäre ja durch die Plakate hier in der Stadt sowieso schon aufgezogen und heute beim Lesertreff wussten es zum Glück nicht alle, dass ich hier bin, aber ich denke, morgen werden dann schon wieder die Fragen kommen. Was der Kapitän meint, sind diese Plakate hier, die überall im Kasseler Stadtgebiet zu sehen sind. Sein Trainer Matthias Mink bekam nach dem Lesertreff die Gelegenheit, den Spieß einmal umzudrehen und eine Frage an die Fans und Leser zu stellen. Ja, vielleicht, warum sie uns in den letzten Wochen nicht ganz so umfangreich im Rahmen der Heimspiele begleitet haben,